Warum hast du Schmerzen in der Achillessehne? Was sind Ursachen, was sind Faktoren, die dazu beitragen? Das klären wir heute. Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sarah von Gesundheitsheldin. Wir sprechen heute über das Thema Achillessehnenschmerzen. Warum schmerzt deine Achillessehne? Was trägt dazu bei? Und was sagt die aktuelle wissenschaftliche Literatur dazu? Deswegen legen wir jetzt direkt los. Es ist eine der häufigsten Erkrankungen unter Läuferinnen und Läufern. Die Achillessehnenreizung oder Achillessehnenschmerzen, wie ich sie lieber nenne. Super ätzend, oft sehr, sehr langwierig und sorgt oft auch für Verzweiflung unter den LäuferInnen, weil es einfach darum geht, ey, wann kann ich wieder in meinen Sport zurück? Wieso dauert das so lange? Warum tut diese blöde Achillessehne weh? Heute sprechen wir darüber, was die Hauptfaktoren sind, die zu deinen Achillessehenschmerzen beitragen können. Denn ich finde es immer ganz wichtig, dass man versteht, was passiert denn da eigentlich gerade in meinem Fuß und warum passiert das überhaupt. Ich habe dafür für euch in die wissenschaftliche Literatur geguckt. Und ich muss ganz klar vorneweg sagen, das, was ich euch heute erzähle, ist eine Mischung aus, was gibt es in der Literatur und was ist meine persönliche klinische Erfahrung aus 14 Jahren Physiotherapie. Das heißt, es ist eine Mischung aus dem Ganzen. Da, wo es Literatur dazu gibt, habe ich die euch unten verlinkt, könnt ihr gerne in der Beschreibung nachlesen. Ich sage das deswegen auch dazu, weil die Studienlage zum Thema Ursachen von Achillessehnenreizung, Achillessehnenschmerzen eher dürftig ist. Zum Teil auch widersprüchlich und das führt meistens dazu, dass du dann nachher am Ende verwirrter bist, als es sein muss. Deswegen versuche ich, die Key Facts, also die wichtigsten Punkte, klar und einfach rauszustellen. Lass uns direkt einsteigen damit, was ist die Ursache für deine Achillessehnenschmerzen? Um ganz ehrlich zu sein, 100% sagen kann man es nie. Denn Schmerzen sind komplex. Das heißt, warum du jetzt gerade Schmerzen spürst, ist ein sehr komplexer Prozess und ganz, ganz viele Faktoren haben einen Einfluss darauf. Wenn wir aber über Dinge sprechen, an denen du etwas ändern kannst und die du beeinflussen kannst, dann ist einer der größten Faktoren aus meiner persönlichen Erfahrung das Thema Überbelastung. Das heißt, dass du mehr Last draufpackst, als deine Achillessehne jetzt gerade aushält. Und das kann zum Beispiel sein, dass du mit dem Laufen gerade angefangen hast und ganz motiviert bist und zu schnell steigerst oder dass du ein sportliches Ziel hast und plötzlich die Intensitäten veränderst, mehr Einheiten läufst oder Intervallläufe machst, Steigerungsläufe machst, die du vorher nicht gemacht hast und das zu schnell angehst und dann die Achillessehne nicht hinterherkommt, sich nicht anpassen kann und Schmerzen entstehen. Wenn wir jetzt gucken, was sind weitere Faktoren, die dazu beitragen können, dann gibt es einige Hinweise in der Literatur, dass die Art und Weise, wie du abrollst, also wenn du mehr über die Außenkante abrollst beim Laufen, beim Joggen, dass das ein Faktor sein kann, der dazu beiträgt, dass deine Achillessehne schmerzt. Achtung, ganz wichtig, es kann ein beitragender Faktor sein. Das heißt nicht, dass, wenn du das tust, du auf jeden Fall Achillessehnenbeschwerden bekommst, sondern es scheint so zu sein, dass das ein Faktor ist, der das begünstigt. Zusätzlich scheint es so zu sein, dass es eher ein schützender, ein protektiver Faktor ist, wenn die Kraft der Wadenmuskulatur größer ist. Das heißt, wenn du eine gute Muskelkraft hast und somit, belastbarer bist, das scheint ein protektiver Faktor zu sein. Aber auch da ist die Studienlage eher dürftig. Es kursiert oft in den sozialen Medien und auch unter Therapeuten, dass ein vermehrter Knicksenkfuß oder ein vermehrter Hohlfuß, also ein steifer Fuß, der weniger beweglich ist, dazu beiträgt, dass man Achillessehnenbeschwerden bekommt. Wenn man in die Studienlage guckt, dann ist da die Evidenz entweder widersprüchlich, also das heißt, die einen sagen, ja, es ist ein Faktor, die anderen sagen, nein, es ist kein Faktor. Oder sie ist eher so, dass sie sagt, nee, es scheint kein Faktor zu sein. Das muss man jetzt ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn man ist dann schnell verleitet zu sagen, ja, okay, dann hat es also keinen Einfluss. Und das würde ich so nicht unterschreiben, sondern ich würde es so in den Kontext setzen, dass man sagt, ja, es gibt manche Menschen, die haben zum Beispiel einen extremen Knick- oder Senkfuß. Und dann, wenn das so ist und Achillessehnenschmerzen vorliegen, dann kann das natürlich ein Faktor sein, an dem man arbeiten kann und sollte. Aber man sollte es eben im Gesamtkontext betrachten. Das heißt, alle Faktoren hinzunehmen, die zu deinen Achillessehnenschmerzen beitragen können. Das ist unter anderem, wie ich eben angesprochen habe, das Thema Belastung. Wie viel Belast packst du da drauf? Ist das vielleicht zu viel? Das ist
das Thema, wie bewegst du dich? Das heißt, wie rollt der Fuß ab? Das ist dann vielleicht auch das Thema, wie sehr bist du beweglich im Fuß? Knickst du vermehrt nach innen? Ja oder nein? Das ist das Thema Regeneration. Wie viele Pausen hast du? Wie viel schläfst du? Wie ist deine Ernährung? Wie ist dein sonstiges Stresslevel? Also ganz viele Dinge nehmen darauf Einfluss. Was ich damit sagen will ist, man schaut sich das Gesamtpuzzle an und arbeitet dann an den Faktoren, die für dich relevant sind. Wichtig ist mir aber, dass du dich eben nicht an solchen Dingen aufhängst, wie ich habe einen Knicksenkfuß und deswegen habe ich Achillessehnenschmerzen. Das heißt, wenn ich das nicht loswerde, dann kann ich auch die Achillessehnenschmerzen nicht loswerden. Weil das passiert öfter. Und dann geht so eine Gedankenkaskade los, die dann dazu führt, dass du quasi aus deinen Schmerzen nicht wieder rauskommst. Und das möchte ich unbedingt vermeiden. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Achillessehnenschmerzen sind ätzend und sie können dich lange lahmlegen. Man kann nie hundertprozentig sagen, was sind die Ursachen. Aber es gibt einige Faktoren, die deine Achillessehnenschmerzen begünstigen können. Und danach kann man eben schauen. Zu diesen Faktoren gehört das Thema Überbelastung, dazu gehört das Thema Kraft der Wadenmuskulatur und dazu gehören bestimmte Faktoren aus dem Bewegungsverhalten. Nach denen kann man schauen und an denen kannst du dann gezielt arbeiten, um deine Achillessehnenschmerzen wieder loszuwerden. Denn ja, Achillessehnenschmerzen kann man loswerden, wenn man strukturiert daran arbeitet. Wenn dich interessiert, wie genau das geht, wie du ein Training richtig aufbaust, dann habe ich genau das Richtige für dich, nämlich den Online-Kurs Achillessehnenschmerzen. Den habe ich extra für Menschen kreiert, die Achillessehnenschmerzen haben und diese loswerden wollen und wieder zurück ins Laufen kommen wollen. Wenn dich das interessiert, dann schau unten in die Beschreibung, da habe ich dir den Kurs verlinkt. Ich hoffe, dieses Video hat dir ganz viel gebracht und wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, du bist beim nächsten Video wieder dabei. Falls du nichts verpassen willst, abonniere noch schnell den Kanal.